Ich grüße euch. Ich habe wieder bei meiner Rampe weitergearbeitet. Und na, das ist mal zur Seite zum Geben. Was immer das war. So. Ich habe jetzt Folgendes dazu gemacht. Ich wollte ja auch, dass das Ganze baubar wird. Das heißt, ich habe hier die Höhendifferenzen, die Längen ab 0, da messen wir bei jedem Punkt, wie lang das weg ist, und das jeweilige Gefälle von bis. Hier unten schreibt es mir hin die Abwicklungslänge, Teillänge, Gefälle gemittelt und so weiter. Und das Ganze funktioniert natürlich auch, hier kann ich den Winkel verändern. Wische ich jetzt nicht mehr. So. Der Punkt ist übrigens die Höhe. Da kann man die Höhe verändern. Ich kann hier unten bei diesem Anfasser die ganze Zeichnung irgendwo hinschieben, wo sie nicht im Weg geht, und das wäre nachher dann die Höhe. Man kann sich auch die Ansicht dazu einstellen, dass man es in der Ansicht sieht, was man hier macht. So, jetzt gehe ich mal näher darauf ein. Und zwar, wenn ich jetzt eine Spirale mache, die Spirale kleiner mache, möchte ich die Spirale trotzdem bauen können. Das bedeutet, ich habe hier einen Mittelpunkt, er zeichnet mir ganz normal den Kreis, und ich kann jetzt jeden dieser Punkte mit dem gleichen Abstand mit dem Mittelpunkt verbinden. Ich weiß, wie weit ich bei jedem Punkt reinmessen muss, dass ich den Punkt finde, und ich weiß bei jedem Punkt die Nummer und die Höhe an diesem Punkt. Also mit anderen Worten, das Ganze ist jetzt auch baubar. Was mir Schwierigkeiten macht, nach wie vor, wenn ich jetzt diesen Winkel selbst genau treffe, dann kann ich nur mal den Winkel verstellen. Dann werden die beiden Punkte gemeinsam benutzt. Das heißt, ich muss dann wieder einen Schritt zurückgehen, damit ich dann wieder auf den Nullpunkt fahren kann. Das ist, glaube ich, 80 oder 90% vom Radius, den der Radius wird hier eingestellt. So. Das heißt, wenn ich es, muss ich näher hingehen, wenn ich es sehr stark einbiegen lasse, das geht natürlich jetzt von der Tube her hier nicht mehr, das sieht man schon. Und ganz erwische ich den Punkt auch nicht. Na komm. Bleibt da. Das heißt, wenn ich rausfahre und es geht sich noch alles aus, wunderbar. Das kommt durch die Winkeländerung. Wenn ich zu weit reinfahre, geht das auf einen Punkt zusammen, dann funktioniert es nicht mehr ordentlich. Und was man noch sieht, hier das Problem von der Tube, dass die Tube die Dinge auch im Winkel etwas verändert. Das heißt, diese Wand wird erst nach innen schauen. Also so eng, wie ich es hier habe, wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Hier fällt es noch nicht so sehr auf. Aber das ist ein Problem, das eben die Tube einfach hat. Hier auch schon ein wenig, aber nicht besonders. Aber immerhin, solche Dinge lassen sich jetzt machen. Was ich auch noch habe, hier oben endlich einen Anfasser, damit ich weiß, wo ich dann ende. Natürlich habe ich unten immer noch den Winkel, den ich einstellen kann, und es hört auch richtig auf. Hier habe ich immer noch die Höhe, den ich erwischen kann. Unten geht er jetzt richtig los, da habe ich einen Punkt übersehen gehabt bei der letzten Einstellung. Ja, und was, ich gehe noch mal weiter auseinander. Jetzt weiter zusammen, und jetzt überschlage ich das Ganze. Das heißt, ich kann, Moment, noch nicht so schnell, ich kann ja hier nicht überschlagen, nur über die Länge. Das heißt, wenn ich hergehe und jetzt die Länge verändere, zum Beispiel 50, das war zu wenig, da muss ich 150 oder was nehmen. Dann überschlägt die Sache. Da muss ich natürlich diese Linien ausschalten, da stimmt das dann einfach nicht mehr. Das heißt, ich kann dann auf Darstellung gehen und Grundrissbemaßung
einfach wegnehmen. Dann habe ich zumindest eine überschlagende Spirale, die ganz flach weggeht, steiler wird und wieder flach wird. Und natürlich je nach Auflösung, Strang hat das T, je nach Auflösung feiner oder weniger fein ist. Wenn ich auf 200 gehe, dann wird die ganze Sache schon ziemlich langsam. Aber sehr schön rund derzeit. Und das überschlägt nichts. Naja, String hat das T. Das heißt, wenn ich hier 0 eingebe, dann gilt wieder der Winkel. Da kann ich natürlich dann, jetzt habe ich 200, das ist ein bisschen sehr viel, String hat das T. Und die Punkte, die erwische ich jetzt überall bis ganz rauf, auch den letzten. Das heißt, ich kann mich dann schon an irgendetwas anbinden, wo ich eben hin will. So, fällt mir sonst noch was ein? Stimmt, hat das T. Ja, ich habe das. Die Geomet ich habe jetzt alles ein wenig zusammengefasst. Also, ich kann die Geometrie stellen, Höhendifferenz. Das kann ich alles mit den Anfassern natürlich auch machen. Da habe ich noch so eine Idee gehabt, das muss ich noch rausnehmen, dass ich dann auch mit Winkel überschlagen kann. Da hätte ich dann einfach noch mehr Anfasser gemacht, aber das funktioniert noch nicht. Die muss ich noch rausnehmen. Der Radius der Krümmung kann ich mit Anfasser, Spiralveränderung kann ich mit Anfasser, das geht alles. Dann Darstellung, ob ich eben das Profil überhaupt anzeigen will. Falsch, ob ich vom Profilmanager ein Profil nehmen will als Grundlage, ob ich die Abwicklung zeigen will oder nicht, die Abwicklung hier, ob ich die Ansicht aus dem 3D zeigen will, das geht natürlich auch hier. Allerdings die Stifte kann ich hier nicht einstellen, der nimmt er dann wirklich aus den 3D-Stiften, die eben hier eingestellt sind, in dem Fall schwarz. Steuerung hat das T. Normalerweise wird man es nicht brauchen, aber man kann es einstellen. Die Grundrissbemaßung, dass er eben diesen Kreis macht, wenn ich kleiner werde. Die macht er nur, wenn ich kleiner werde. Und ob er die Schrifthöhe zeigt, damit ist gemeint, ob er hier, wo ich die Schrifthöhe einstellen kann, ob er diese Beschriftung dazu schreibt oder nicht. Ich nehme sie mal raus. Schrifthöhe zeigen. Okay. Dann ist hier der Anfasser für die Schrifthöhe zwar immer noch da, aber man muss dann schon wissen, was man macht. Ich habe da jetzt keine Automatik reingegeben, das kann sich dann jeder selber einstellen, wie er es eben gerade braucht, um eben eine vernünftige Tabelle, lesbare Tabelle hinzubekommen. Die Schriftgröße nimmt übrigens alle Tabellenschriften, auch die hier. Das heißt, man muss dann schon ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, ich habe einen Kreis, ich habe die Teile. Wenn ich jetzt mal ganz rausfahre, so genau auf die Mitte, dann verschwindet die Maßung natürlich und ich sehe die Abwicklung, Teillänge 1,016 zum Beispiel. Oder ich habe die Gesamtlänge mit 50,76. Hier ist die Höhe, die Nummer und die Gefälle Prozent. Gut. Die Bemaßung verschwindet. Nur wenn ich jetzt wieder eine Spirale draus mache, dann bekomme ich eben wieder den Kreis. Ich muss nur mit dem Mittelpunkt verbinden und kann von diesem Punkt wegmessen, wie weit ist es raus und welche Höhe hat er dann. Das heißt, man kann das dann auch ausstecken, die ganze Geschichte. Gut, ich werde die Sache wieder, Störung hat das T, wieder hochladen. Geht ja hier. Objekt teilen und gemeinsam nutzen. Fertig. So,
Jetzt ist es auf Pin Components, dann dauert es wieder einige Zeit, bis das freigeschalten wird und dann werde ich euch darüber informieren. Okay. Okay. Speichern und raus. Ich wünsche euch, naja, dass es euch gut geht. Schönen Abend.